Die Jubelfeiern zum Mauerfall sind vorbei. Aber 25 Jahre nach dem Ende der DDR muss man sich noch mit der Vergangenheit beschäftigen. Das wollen wir heute tun im Dialog. Denn der Bundespräsident hat sich geäußert. Wolf Biermann hat einen Auftritt im Deutschen Bundestag hingelegt, der für Diskussionen gesorgt hat. Und vielleicht bekommen wir den ersten linken Ministerpräsidenten in Thüringen. Und dazu habe ich im Dialog Hubertus Knabe, den Direktor der Gedenkstätte Hohenschönhausen und Stasi-Experten. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ja, hallo. Jetzt könnte man ja sagen, 25 Jahre danach muss man sich damit eigentlich noch mal auseinandersetzen mit diesem Problem des Unrechtsstaats, einer Diskussion um die Frage, gab es nicht doch schöne Dinge an der DDR, gute Dinge an der DDR. Sie beschäftigen sich ständig damit, weil Sie als Direktor eines ehemaligen Gefängnisses sich ja auseinandersetzen mit der Vergangenheit. Was sind denn Punkte, die da die wichtigste Rolle spielen? Ja, diese Diskussion ist ja ein bisschen merkwürdig. Wir reden heute noch über den Nationalsozialismus, der liegt viel weiter zurück. Und bei der DDR sind Täter und Opfer noch am Leben. Viele sind traumatisiert, andere sitzen jetzt im Parlament, die früher in der DDR Funktionäre waren. Also das lebt noch und deswegen muss man sich auch damit auseinandersetzen. Und es gibt eben auch diesen Trend, dass man die Dinge im Nachhinein verklärt und schön färbt und so tut, als wäre das alles wunderbar gewesen. Und das war es nicht. Wenn man eben sich intensiver damit beschäftigt, dann weiß man, wie diese Machthaber mit ihrer Bevölkerung umgegangen sind. Und wenn man das noch nicht weiß, dann empfehle ich eben einen Besuch im Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen. Bleiben wir gerade mal bei dem Gefängnis. Diese Gedenkstätte inzwischen ist ein gutes Beispiel dafür, wie man mit Menschen in der DDR umgegangen ist, die eben nicht konform zum System waren. Da gibt es Haftbedingungen, die von den ehemaligen Häftlingen beschrieben werden, die grenzen tatsächlich an Folter. Da gibt es eine menschenverachtende Art, Menschen so lange zu drangsalieren, bis sie sich dem Staat unterwerfen. Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung, aber auch beim Nationalsozialismus gilt das natürlich, dass man Erinnerung wachhalten muss, weil eben doch der Mensch auch dazu neigt, in der Rückschau die Dinge zu verklären. Und das ist im Privatleben ja auch ganz nützlich, sich an die schönen Dinge zu erinnern und nicht an die schlechten Erlebnisse. Aber politisch ist es doch sehr gefährlich, da muss man es umgekehrt machen. Und dafür sind diese Orte natürlich besonders gut geeignet, weil man da eigentlich auch als junger Mensch sehr schnell versteht, was es bedeutet, in einer Diktatur zu leben. Diese völlige Ohnmacht, diese Willkür, diese Verzweiflung auch als Einzelner, diesen Mächten ausgeliefert zu sein, das findet man sonst eigentlich nur noch in der Literatur, bei Franz Kafka zum Beispiel. Der Prozess, diese Dinge kann man da sehr unmittelbar erleben. Und deswegen ist es so wichtig, finde ich, dass hier auch viele Menschen sich mit diesen Orten konfrontieren und einfach nicht vergessen, dass es nicht eine schöne Zeit war, sondern dass die Menschen eben doch unterdrückt und in ihrer Freiheit stark eingeschränkt worden sind. Dann sagt man beim Nationalsozialismus, wir wollen aus der Vergangenheit lernen, das darf nie mehr wieder geschehen. Und wir versuchen immer wieder, auch auf politischer Ebene die Sensibilität wachzuhalten für Dinge, die in diese Richtung laufen. Haben Sie das Gefühl, dass das im Hinblick auf die DDR ein bisschen zu wenig berücksichtigt wird? Ja, da ist es schwieriger. Erstens hat dieses Regime nur ein halbes oder ein Drittel Land betroffen. Zweitens ist es nicht so offensichtlich, dieses Unrecht. Da gibt es keine Berge mit Leichen, wo man eigentlich sofort versteht, das kann nur ein widerwärtiges Regime sein, sondern das ist sehr viel subtiler gewesen. Und man muss das umständlicher erklären und vor allem auch von Menschen sich beschreiben lassen, die das selbst erlebt haben. Insofern ist es bei der DDR schwieriger und deswegen läuft es auch nicht so gut. Das müssen wir einfach konstatieren, dass die junge Generation praktisch nichts mehr weiß über diese Zeit, dass die Schulen versagen, was den Geschichtsunterricht über die DDR anbetrifft. Jedenfalls den Umfragen zufolge
ist es einfach so, dass die meisten jungen Leute da keine Ahnung mehr haben. Und dass auch in der Gesellschaft nicht nur ein oftmals zu spürendes Desinteresse herrscht, sondern dass sogar im Gegenteil bestimmte politische Kräfte oder Eliten auch dieses Gefühl der Verklärung befördern, indem sie eben sagen, das war kein Unrechtsstaat, es war nicht alles schlecht in der DDR, man müsste differenzieren, was eigentlich nur heißt, es war nicht ganz so schlimm, wie manche sagen. Und hier gibt es ein gewisses, wie soll ich sagen, so ein Sog der Verklärung, der eigentlich dazu verpflichtet, mehr zu tun, als das vielleicht bei einem Regime der Fall ist, wo sich das von allein erklärt. Aber was passiert denn bei jemandem, der der versucht, insofern zu differenzieren, als er sagt, diesen Staat wollen wir nicht wieder haben, aber es gab in diesem Staat Dinge, die waren quasi besser als in einem gesamtdeutschen Staat, den wir jetzt erleben seit 25 Jahren. Das heißt, man sagt, Frauen waren gleichberechtigter, waren einfacher in Arbeitsplätze zu bringen, es gab mehr Arbeitsplätze, es gab bestimmte Freiheiten durchaus auch, die man in Deutschland nicht ganz so im Augenblick in der Realität sieht. Wie gehen Sie denn mit solchen Meinungen um? Naja, positive Seiten gibt es in jeder Diktatur. Das ist so, trotzdem ist das nicht das Entscheidende. Eine Diktatur sollte man nie aus der Perspektive der Mitläufer oder gar der Täter betrachten, sondern aus der Perspektive der Opfer. Dann stimmen die Maßstäbe, dann kann man das System auch richtig einschätzen. Und wenn es zehnmal wie in der Familie meiner Mutter dann im Nationalsozialismus ein Kindermädchen gab, was sich, wenn man sechs Kinder hatte, um die Kinder kümmerte, vom Staat geschickt, kostenlos. Solche Vorteile mag es in der DDR gegeben haben, aber da ist auch viel Mythos mit dabei, wenn man also von den Frauen zum Beispiel spricht, die angeblich so gleichberechtigt gewesen wären. Ja, wo waren denn die Frauen im Politbüro? Es gab eine einzige und die hatte kein Stimmrecht, das war Frau Lange. Oder in der DDR-Regierung, wo waren denn da die Frauen? Die einzige Frau in der DDR-Regierung war die Frau des Parteichefs. Und das spricht eigentlich schon Bände. Oder auch eben in anderen Führungspositionen im Zentralkomitee, die Abteilungsleiter, bis auf ein, zwei Ausnahmen ausnahmslos Männer. Und dass die Frauen hier gearbeitet haben in der DDR, hatte vor allem den Grund, dass sie einfach als Arbeitskräfte gebraucht wurden, weil die Wirtschaft so unproduktiv war. Jeder, der irgendwie einigermaßen laufen konnte, musste in der DDR arbeiten, weil man nicht genügend Leute hatte, um diese unproduktive Wirtschaft zu betreiben. Deswegen war es ganz selbstverständlich, dass die Frauen auch ruckzuck die Kinder abgeben mussten und dann eben in den Produktionsprozess integriert wurden. Das sind alles Dinge, die man eben dann leicht vergisst, wenn man so in der Rückschau etwas mystifiziert. Ein Linker wie Gregor Gysi sagt, naja, aber Polikliniken, Kitas, das war doch weit fortschrittlicher als das, was wir jetzt erleben. Ja, auch das muss man sich sehr genau angucken. Die Ostdeutschen sind alle 5 Jahre eher gestorben, wegen des Gesundheitssystems vor allem, weil die Menschen nicht vernünftig behandelt wurden, vor allem bei den schweren Krankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Man hatte eine Wirtschaft konstituiert, die sich völlig abgeschottet hat vom Weltmarkt, die nicht weltmarktfähig war. Deswegen gab es keine Westmedikamente. Was war das für ein Kampf in den ostdeutschen Krankenhäusern, mal irgendwelche Westmedikamente zu bekommen? Also altmodische und unpassende Medikamente wurden dann verordnet. Und vieles andere mehr, die Zerschlagung der freien Ärzteschaft. Wollen wir das? Wollen wir einen ganzen Stand sozusagen ausrotten, freie, selbstständige Ärzte, um sie dann in Staatsbetrieben oder Staatsgesundheitszentren anzustellen? Ich weiß nicht, ob das unbedingt das Gesundheitssystem verbessern würde. Insofern, auch hier gilt eigentlich, dass man sich die Dinge genau anschauen muss, bevor man da so einen Mythos konstituiert. Aber wie kommt es denn zu dem Mythos? Was ist der Grund dafür? Wenn es Umfragen nachgeht, dann sind über 70% der Westdeutschen der Meinung, die DDR war ein Unrechtsstaat. In den neuen Ländern
In Ostdeutschland sind es gerade mal 30%. Also das ist doch eine ganz unterschiedliche Art der Wahrnehmung. Ja, das war nach 45 auch so, dass die meisten erstmal dachten, es war eigentlich nicht schlecht. Nur ein paar Sachen sind falsch gelaufen. Bei der DDR ist es halt die Stasi und die Mauer, die dann als angeblich sozusagen Ausrutscher gewissermaßen des ansonsten, der ansonsten guten Idee interpretiert wird. Und der Unterschied ist einfach der, dass es nach dem Ende der DDR eine starke politische Kraft gab, die diese Nostalgie politisch gerechtfertigt und verteidigt hat. Das gab es nach 45 nicht. Keine einzige Partei hätte sich getraut, irgendetwas am Nationalsozialismus gut zu finden. Und dadurch hat man natürlich auch diese nostalgischen Stimmungen für ja, legitim erklärt und sie auch befördert, weil man auch wiederum diese Leute brauchte, um dann die Wahlen zu gewinnen. Das war so ein Kreislauf, nicht? Wenn ich sage, es war nicht alles schlecht in der DDR, und dieses Gefühl befördere, dann sind das auch meine Wähler, weil ich die einzige Partei bin, die das sagt. Insofern hat gerade hier die Linkspartei und frühere PDS hier sehr viel Schaden angerichtet, was das Bild der DDR betrifft. In Hohenschönhausen, in der Gedenkstätte, noch nicht weit von der Gedenkstätte, wohnen ganz viele, die dort Wärter waren, die dort Häftlinge verhört haben. Die haben sich immer auf diesen Befehlsnotstand berufen. Die haben gesagt, ja, mir wurde befohlen, mit denen in der und der Weise umzugehen. Haben Sie den Eindruck, dass es einen Großteil von denen gibt, die sich mit dieser Vergangenheit, mit ihrem eigenen Tun auseinandersetzen? Oder sagt man, 25 Jahre her, 30 Jahre her, da brauche ich mich gar nicht mehr mit zu beschäftigen? Ja, das gibt es praktisch nicht. Ich kenne keinen, es ist auch keiner bisher zu mir gekommen, der gesagt hat, hier, ich war völlig auf dem Holzweg, ich erzähle euch jetzt mal, wie das abgelaufen ist und ich möchte gerne beitragen zur Aufarbeitung. Der Einzige, der das gemacht hat von ganz oben, war Günter Schabowski, das Politbüromitglied, der praktisch diese Rolle dann des reumütigen Sünders dann übernommen hat. Aber ansonsten wird es verteidigt. Und zwar einerseits mit der angeblich guten Idee, dass man das Beste nur wollte, aber das wollen alle Diktaturen, geben es jedenfalls so aus. Und zweitens, dass sie sagen, sie hätten nur nach Recht und Gesetz gehandelt. Und das ist sehr deutsch natürlich, dass man Unrecht in Rechtsform gießt und dass dann diejenigen, die es ausführen, kein schlechtes Gewissen haben. Ich erinnere nur an den früheren Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Filbinger, der diesen Satz geprägt hat, was gestern Unrecht war, kann heute nicht, was gestern Recht war, kann heute nicht Unrecht sein. Genauso denken eben auch viele Mitarbeiter des DDR-Staatssicherheitsdienstes. Haben Sie in den letzten 25 Jahren mal irgendwo bemerkt, dass sich Menschen damit auseinandergesetzt haben, die in verantwortlicher Position waren, die gesagt haben, wir haben eingesehen, dass das falsch gewesen ist, was wir gemacht haben, die, wie Sie sagen, von Günter Schabowski, reumütig sind? Ja, das gibt es praktisch nicht. Darauf warten ja viele Opfer, weil das für sie auch ein Stück Befreiung wäre, wenn mal jemand käme und sagen würde, es tut mir unendlich leid, was ich da gemacht habe. Aber das passiert nicht, sondern im Gegenteil. Da gibt es so eine Art Verstocktheit inzwischen mit auch einer eigenen Welt, in der dann diese ehemaligen Kader leben. Sie lesen bestimmte Zeitungen, sie lesen bestimmte Bücher und bestärken sich gegenseitig auf Veranstaltungen, treffen sich dann in Vereinen und in den Häusern der Linkspartei oft auch, in den Parteihäusern und werden gar nicht mehr konfrontiert mit denjenigen, die unter ihrer Herrschaft so gelitten haben. Sie haben kein schlechtes Gewissen und das ist natürlich dann schwierig, diese Vergangenheit aufzuarbeiten. Und mir fällt sogar auf, dass nicht mal die zweite Generation, also die Söhne und Töchter, diese Fragen aufwerfen. Das war nach dem Ende der Nazizeit anders. Da haben die Kinder dann wirklich erschrocken festgestellt, mein Vater war ein Nazi und gefragt, wie kann das möglich gewesen sein? Der war doch eigentlich so ein herzensguter Mensch. Diese Debatte steht uns, was die DDR anbetrifft, noch bevor.
diejenigen, die Gefangene waren in Hohenschönhausen oder in anderen Gefängnissen, in Stasi-Gefängnissen der DDR, sagen Sie, warten eigentlich darauf, dass ja von der anderen Seite auch mal ein Zeichen der Reue kommt. Die selber sind aber in einer sehr schwierigen Lage, denn sie sehen ja, dass sie mit denen jetzt in einem Staat zusammenleben, der demokratisch legitimiert ist, der rechtsstaatlich ist im Gegensatz zur DDR und der ihnen gar nicht mehr die Möglichkeit andererseits einräumt, ja, sich sozusagen auch auseinandersetzen zu können mit etwa einem Wärter oder jemandem, der verhört hat. Hat da auch die Bundesrepublik was falsch gemacht? Ja, zunächst einmal sind diejenigen, die in der DDR aus politischen Gründen im Gefängnis gesessen haben, heilfroh, dass dieses System weg ist und dass sie frei auf der Straße ihre Meinung sagen können. Und jetzt auch aus Anlass des 25. Jahrestages des Mauerfalls spürt man einfach diese Freude, dass das gelungen ist, dieses Regime abzuschütteln. Aber was natürlich wurmt, ist, dass die Verantwortlichen praktisch alle unbestraft geblieben sind, dass sie oftmals materiell besser dastehen, weil sie ihre Funktionärstätigkeit heute in entsprechenden Entgeltpunkten bei der Rentenberechnung nochmal honoriert bekommen, während die Opfer haben da wenig zu bieten. Die saßen halt im Gefängnis oder haben sich irgendwie durchgeschlagen. Die waren eben nicht Abteilungsleiter oder irgendetwas. Und dann spielt natürlich auch eine Rolle, dass sich viele Verfolgte eigentlich nicht wirklich gewürdigt fühlen, sondern eher so ein bisschen abgespeist. Da gibt es ja so eine Opferpension, die jetzt auch gerade in diesen Tagen wird es diskutiert, von bescheidenen 250 Euro auf 300 Euro möglicherweise angehoben werden soll. Aber das ist eben nicht wie in anderen Ländern eine Art Ehrenrente, um auch zu zeigen, ihr wart einfach wirklich mutig und wir wollen diesen Mut ehren auch im Nachhinein, sondern das ist eher so ein soziales so ein Hilfsmittel. Man muss also nachweisen, dass man nicht mehr als 1000 Euro verdient und dann bekommt man halt diesen Zuschuss. Und das ist auch eben, es löst das Gefühl aus, eigentlich nicht wirklich gewürdigt zu werden. Ist das eigentlich ein Unrechtsstaat gewesen? Viele in der Partei der Linke sagen, nein, die DDR war kein Unrechtsstaat. Es war ein Rechtsstaat, wobei das Recht anders verstanden worden ist. Es gibt aber durchaus auch sehr namhafte Juristen, die sagen, das ist ein Unrechtsstaat gewesen. Und so muss man auch in der Interpretation dessen damit umgehen, was man an positiven, negativen Erscheinungen des Staates hat. Ja, das ist ja eigentlich eine absurde Diskussion, weil es gibt ja klare Kriterien, was einen Rechtsstaat auszeichnet. Gewaltenteilung zum Beispiel, die gab es in der DDR nicht. Dann die Rechte gegenüber dem Staat, dass ich gegen ihn klagen kann zum Beispiel. Oder dass ich, wenn ich verhaftet werde, kein Wort sage, bevor ich nicht mit meinem Anwalt gesprochen habe. Dass das Strafgesetzbuch eben nicht aus lauter Gummiparagraphen besteht, wo lauter harmlose Dinge plötzlich zu Straftaten erklärt werden, sondern dass man eben hier auch eben nicht einfach willkürlich eingesperrt werden kann. Das ist eigentlich so offensichtlich, dass es schon an, ja, ich möchte fast sagen, Volksverdummung grenzt, das in Abrede stellen zu wollen. Aber was ist mit so einem berühmten Satz von Werbel Bolay? Wir wollten Gerechtigkeit und bekamen den Rechtsstaat. Ja, also da weist sie eben darauf hin, dass der Rechtsstaat, der nach diesen Prinzipien funktioniert, die ich gerade beschrieben habe, nicht immer gerecht ist. Und das ist gerade, was die Opfer von Diktaturen anbetrifft, so der Fall. Das war nach der Nazizeit so, das ist jetzt wieder so, dass die Täter eben oftmals davongekommen sind, dass sie sogar noch ihre Rentenzahlungen bekommen aufgrund der Anwartschaften, die sie in der Diktaturzeit erworben haben. Und dass eben auch die Opfer nicht gewürdigt werden. Das wollte sie damit zum Ausdruck bringen. Da sind eben
schwerwiegende Fehler gemacht worden, vor allem im Einigungsvertrag. Da spielt das Thema der, wie wollen wir eigentlich diese Funktionäre irgendwie zur Rechenschaft ziehen? Das spielt da gar keine Rolle. Da steht dann nur drin an einer Stelle, dass das Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch geändert werden soll. Und wenn man danach liest, kann man dann feststellen, das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach, dass für Taten, die im Beitrittsgebiet begangen worden sind, das zur Tatzeit gültige Recht anzuwenden ist. Mhm. Das heißt, wenn man in der DDR eine Straftat begangen hat, muss das DDR-Recht angewandt werden. Und das hat man eben dann auch auf die Funktionäre bezogen. Man wollte sie praktisch mit ihrem eigenen Recht bestrafen. Und dass das nicht funktionieren kann, das kann man sich eigentlich ausdenken. Kann ja zum Beispiel auch gar nicht funktionieren bei dem berühmten Schießbefehl an der Mauer. Auch da wird immer wieder darauf hingewiesen, das war ein Befehl des Vorgesetzten des Staates. Es gab diese Form, mit denjenigen umzugehen, die den Staat verlassen wollten und ihn dadurch schädigten. Letztendlich ist das ins Leere gelaufen. Ja klar, wenn man, es war nicht verboten in der DDR, Menschen an der Grenze zu erschießen. Im Gegenteil, es wurde gewünscht und wurde jeden Tag wieder neu den Offizieren angeordnet. Die wurden dazu vergattert, bevor sie dann auf Posten gingen. Und deswegen ist das schwierig, diese Konstruktion, sie jetzt mit diesem DDR-Recht bestrafen zu wollen, hat ja auch nicht funktioniert. Die sind ja alle zu Bewährungsstrafen nur verurteilt worden. Und auch nur dann, wenn der Flüchtling tot war. Wenn er zum Krüppel geschossen worden ist, ist gar nichts passiert. Wir müssen uns mal auseinandersetzen mit dem, was da möglicherweise in Thüringen passiert, mit einer Regierung unter einem linken Ministerpräsidenten, Rot-Rot-Grün, wie man das verkürzt sagt. Ist das jetzt nach 25 Jahren eine Normalisierung oder ist das ein Zeichen dafür, dass man die Vergangenheit nicht mehr wirklich im Blick hat? Ich denke eher Zweiteres, weil wenn man sich mal anschaut, wer da in Zukunft über die Regierungspolitik und auch über die Gesetze dann entscheiden soll, da kann einem nur schlecht werden. Da sind nicht nur ehemalige Stasi-Zuträger im Parlament, die von Herrn Ramelow, dem künftigen Ministerpräsidenten, jetzt bei den letzten Wahlen wieder auf die Listen gesetzt worden sind. Das heißt, sie sind wieder aufgestellt worden, obwohl es eigentlich ein Unding ist aus Sicht vieler Menschen, dass Leute, die mit der Geheimpolizei einer Diktatur zusammengearbeitet haben, im Parlament sitzen für eine Partei, die sich als demokratisch präsentiert. Sondern es sind auch reihenweise ehemalige Funktionäre dort in der Fraktion. Berufssoldaten, Berufsvolkspolizisten, Berufsgrenzoffiziere. Also alle Leute, die wirklich im harten Kern der Diktatur eingesetzt waren, die sitzen da jetzt im Parlament und sollen über die Regierungspolitik des Landes Thüringen beschließen. Dass da vielen Opfern Angst und Bange wird, das kann man, glaube ich, gut nachvollziehen. Ja, nun muss man sagen, Bodo Ramelow hat ja der Partei in Thüringen eine Auseinandersetzung mit der DDR verordnet. Und er hat sehr eindeutig die DDR als Unrechtsstaat gebrandmarkt. Er hat sehr eindeutig gesagt, wir müssen uns mit dieser Vergangenheit auseinandersetzen. Ist da Politik die Priorität? Möchte er nun unbedingt eine rhetorische Finte uns präsentieren, um dann Ministerpräsident zu werden? Oder ist das eine ehrliche Auseinandersetzung? Also das war bisher immer so. Wenn die Linke an die Macht kommen wollte, dann hat sie vorher sozusagen die Verbeugung gemacht vor dem Koalitionspartner. Das war in Mecklenburg-Vorpommern der Fall. Da mussten sie eine Erklärung abliefern, dass sie eigentlich gegen die Zwangsvereinigung waren. Das war in Berlin so. Da mussten sie eine Erklärung abliefern, dass sie gegen die Mauer waren. Aber es waren immer nur einzelne Politiker, die diese Erklärungen abgegeben haben. Es war nie die Partei insgesamt, die mal klipp und klar gesagt hätte, die DDR war ein Unrechtsstaat oder ein menschenunwürdiges Regime. Im Gegenteil, im Parteiprogramm steht ja, dass das ein Versuch war, eine bessere Gesellschaftsordnung aufzubauen und dass man wieder den Sozialismus errichten will und den Kapitalismus beseitigen will. Und das ist eben von daher, glaube ich, nicht besonders glaubwürdig, was da gesagt wird.
Was wird das denn für Konsequenzen haben? Es kann ja zweierlei, mindestens mal zweierlei Konsequenzen haben. Zum einen kann man in der Machtposition sich in Anführungsstrichen enttarnen. Man kann also vielleicht dann doch der Öffentlichkeit das wahre Bild präsentieren, ungewollt. Es kann aber doch auch sein, dass sich sozusagen die Trennung vollzieht zwischen denen, die tatsächlich nicht nur dann demokratisch legitimiert, sondern auch ideologisiert sind. Also kann ja auch dazu kommen, dass man tatsächlich sagt, das ist eine regierungsfähige Partei. Ja, wir haben ja die Vorbilder aus Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Da ist es eben so gelaufen, dass die Linkspartei einfach pragmatische Politik betrieben hat und eben nicht diese Auseinandersetzung mit der Vergangenheit geführt hat, in dem Sinne, dass sie klar erklärt hätte, dass das ein widerwärtiges Regime gewesen ist. Das können sie auch gar nicht, weil zu viele Leute in der Partei Mitglied sind, die da mitgewirkt haben und die das immer noch gut finden, weil sie nicht ihr eigenes Leben sozusagen im Nachhinein verurteilen wollen. Und der zweite Effekt, der eingetreten ist, ist, dass sie ihre Leute reingeholt haben in bestimmte Institutionen, in Ministerien und in Regierungsämter. Und das ist schlecht, weil sich da dieses DDR-nostalgische Milieu plötzlich dann auch im Regierungsapparat breit macht. Thüringen war immer das Land, was am meisten für die Opfer getan hat. Die haben eigene Stiftungen gegründet für die Zwangsausgesiedelten, haben wirklich viel gemacht. Und das wird dann natürlich ganz anders werden. Dann werden wir einen Diskurs haben in Thüringen, der eben so nach dem Motto, es war nicht alles schlecht in der DDR. Besteht die Gefahr, dass mit einem linken Ministerpräsidenten in Thüringen ideologische Dinge aus der Vergangenheit wieder salonfähig werden, dass man möglicherweise auch keine Trennung mehr vollzieht und sagt, die Linke ist ja durchaus regierungsfähig, auch für Ministerpräsidenten. Vielleicht gibt es das mal auch auf Bundesebene? Ja, das ist natürlich der Hintergedanke dabei, dass man die Partei sozusagen etwas einpasst, pragmatischer werden lässt und dass man auch die Öffentlichkeit daran gewöhnt, was jetzt ja schon ganz gut gelungen ist. Viele denken, es ist tatsächlich nicht so ein großes Problem. Und das wird man dann auch sagen, wenn es im Bund soweit ist. Und das ist natürlich das Konzept, was dahinter liegt. Das ist der Weg, Merkel loszuwerden, dass man eben ein rot-rot-grünes Bündnis in Berlin bildet. Und deswegen geht es da auch nicht nur um Thüringen, wenn da ein Ministerpräsident der Linkspartei gewählt wird. Da stecken doch größere Pläne hinter und auch größere Folgen wird es haben. Die SPD ist da sehr vorsichtig, die Bundes-SPD zumindest, und sagt, also so etwas auf Landesebene können wir uns ja durchaus vorstellen. Wir sehen das auf Bundesebene überhaupt nicht. Ist das politische Rhetorik? Also natürlich versucht man jetzt die Dinge ein bisschen klein zu reden, weil es schon ein Tabubruch ist und vor allem, weil die SPD ja die freie Wahl hatte. Sie hätte die CDU-Ministerpräsidentin Lieberknecht wählen können und sie kann den linken Fraktionschef Ramelow wählen. Sie kann sich frei entscheiden und sie hat sich dafür entschieden. Bei den anderen Regierungsbildungen war es ja so, dass die SPD mithilfe der Linkspartei, es war die einzige Chance, den Ministerpräsidenten zu stellen. Aber diese Begründung gibt es hier nicht in Thüringen. Und deswegen versucht man das ein bisschen runterzuspielen, die bundespolitische Bedeutung. Tja, man kann fast nur hoffen, dass diese Irrlichter in der Bundestagsfraktion, die da mit antisemitischen Parolen auftreten, die aus der NATO austreten wollen oder sie ganz abschaffen wollen und die mit Russland einen Bruderbund eingehen wollen, dass die möglichst weiter aktiv bleiben, weil dann die Linkspartei auf Bundesebene tatsächlich nicht koalitionsfähig ist, auch wenn man das vielleicht auf Seiten der SPD sich sehr wünscht, um eben den Bundeskanzler stellen zu können. Eine sehr intensive Auseinandersetzung mit der Vergangenheit oder eine Vergangenheit, bei der man
sich sehr für die Freiheitsbemühungen eingesetzt hat, Bündnis 90 als Stichwort, heißt aber nicht auch, dass man nicht doch mit einer Linken koalieren kann, wie in Thüringen zu sehen. Wie ist das bei den Grünen? Warum legt man sozusagen den, die Auseinandersetzung, die man mal 1989-90 geführt hat, nun ad acta und sagt auch sozusagen offiziell, wir sind die Grünen und nicht mehr Bündnis 90 die Grünen? Dieser Begriff erscheint ja relativ selten inzwischen. Ja, das habe ich nie verstanden. Auch die Westgrünen waren ja die einzige Partei, die die Dissidenten in der DDR unterstützt haben. Also mein Vater war Bundestagsabgeordneter der Grünen und der hat die Druckmaschine nach Ost-Berlin gebracht im Auto, weil er nicht kontrolliert wurde. Dieses Erbe hat man nach 1990, finde ich, sehr vernachlässigt. Und da geht es vor allem eben um Macht, Ministerposten und dass man irgendwie eben auch an die Regierung kommt. Und da scheinen dann die Wege, wie man dorthin kommt, ziemlich egal zu sein. Und das ist schon auch, wenn man eben weiß, woher diese Partei kommt, insbesondere in Ostdeutschland, finde ich sehr schade und für mich auch nicht nachzuvollziehen. Für Sie persönlich, 25 Jahre nach dem Mauerfall, nach der friedlichen Revolution, in der DDR. Wie stehen Sie dieser Vergangenheit gegenüber? Ja, es gibt wirklich schönere Themen als diese DDR und diese Diktatur und ihre Gefängnisse und den Staatssicherheitsdienst. Es gibt auch schönere Literatur als Stasi-Akten zu lesen. Aber es ist so, dass man hier wirklich ziemlich viel tun muss, um da auch ein Bewusstsein zu schaffen und zu halten. Es wachsen ja auch immer neue Menschen nach. Insofern bleibt mir eigentlich nicht viel anderes übrig, als hier auf diesem Weg der Aufklärung auch weiter voranzugehen. Ich muss das nicht machen, ich könnte auch was anderes machen, aber dann bräuchte es eben andere Leute, die auch den Opfern eine Stimme geben. Das ist doch das Problem, dass die Opfer eigentlich in der Öffentlichkeit kaum vorkommen und dass auch die Politik sich nicht besonders um sie kümmert. Und deswegen braucht es, denke ich, einiger Menschen, auch Institutionen, die das tun. Und ich finde auch, dass Herr Gauck mit seinen Äußerungen in der Kirche das sehr sensibel zum Ausdruck gebracht hat, dass es einfach Menschen gibt in einem bestimmten Alter mit bestimmten Erfahrungen, für die das nicht normal ist und denen da Angst und Bange wird, was da in Thüringen stattfindet. Und schön, dass es unseren Bundespräsidenten gibt, der solche Dinge auch sagt. Aber es müssen eben auch noch ein paar andere tun. Sie haben es auch getan. Hubertus Knabe, ganz herzlichen Dank für unser Gespräch. Gerne. Ja, Bundespräsident.